Es ist aber ein anderer, ne? Ja, der andere war auch ein anderer Ausgang anscheinend. Warte. Dann gehen wir bei dem anderen hier mal raus. Ne, ich sehe dich doch noch da drüben. Nein, ich bin jetzt hinterhergekommen. Ach, tatsächlich ist hier oben noch einer. Das ist ja eine coole Nummer. Hani, guck mal auf die Karte, wo wir gerade sind. Das ist ja eine coole Nummer. Ja. Also könnten wir auch so von A nach B reisen. Ist die Frage, haben wir hier auch so eine Karte für die Schnellreise? Ich glaube nicht. Ich habe zumindest keine gesehen. Also eine Werkbank zum Reparieren haben wir. Ja, das ist richtig, aber eine Karte. Wir können auch hier nochmal reingucken, aber ich glaube, eine Karte für die Schnellreise haben wir hier nicht. Nö, nö, dann reisen wir mal von den Gulli wieder. Das ist ja Hammer irgendwie. Okay. Gut, wie soll denn das Cinnamon? Dann. Wieso kriege ich hier dieses Schnellreisesymbol nicht? An der Karte. Was soll der Blödsinn denn jetzt? Hä? Merkst du es? Ja. Vorhin ging das noch, jetzt geht das mit mal nicht mehr. Irgendwas ist hier kaputt. Hani, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ja, weil wir durch den Gully gegangen sind. Weil wir durch den Gully gegangen sind. Deswegen ist das Spiel kaputt. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen. Hier. Erstmal zum Leuchtturm. Von da aus können wir doch bestimmt wieder schnell reisen. Ansonsten fahren wir mit Auto oder sowas. Ich meine, laufen wäre jetzt auch nicht so schlimm. So, heißt Cinnamoy, müssen wir Bescheid sagen. Wir haben den Überlebenden gefunden. Den haben wir zu einem Bunker gebracht. Woher der auch immer den Bunker kannte, ne? Das finde ich ja Und vor allen Dingen, wo ist er jetzt hin? schon mal ein bisschen fragwürdig. Ja, der ist durch den Gulli und ist woanders. Der spaziert irgendwo durch die Welt hier. Okay, Auto steht hier oben. Versuchen wir mal von hier die Schnellreise, ob das geht. Vielleicht ist es aber auch gerade questbedingt, dass das gar nicht soll. Doch, von hier geht's, ne? Jetzt geht's. Okay. Wir könnten zum Bunker. Nee, wir wollen zum Rettungsschwimmerturm. Das machen wir. Wir wollen ja mit Cinnamon reden. Gucken wir doch mal in die Loot-Container. Nee, da ist jetzt gerade nichts. Gut. So, gehen wir mal zum Meister Rettungsschwimmer. So, Kollege, die Tür ist auf. Diesmal ist sie wieder auf. Ich verstehe es auch nicht. So, Cinnamon. Dann quatschen wir mal mit dir. Every little bit helps us hang on a little longer. Blau, It's a big, Bauplan powerful Schocker. Truck. Okay, We need to turn interessant. it into a bloody tank. We need to reinforce it and make it unstoppable. You up for that? Good. There's a workshop not far from the lighthouse. You'll find what you need there. You know how to weld? Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. Okay. Ah, wir haben jetzt noch eine Nebenquest, eine Stimme aus dem Himmel. So, bist du fertig mit ihm mit zu quatschen, oder? Ja. Hm, seltsam. Ich kann mit ihm nicht quatschen. Also manchmal kann ich es danach, manchmal nicht. Für mich jetzt nicht sehr überzeugend, weil entweder ganz oder gar nicht. Weißt du? Entweder ist er regulär so wie das, oder. Anything worth anything in Weil here? Ich finde es so echt undurchsichtig. Du weißt gar nicht, auf was du dich verlassen kannst hier. Schön finde ich aber, bin ich ganz ehrlich, da bin ich sehr zufrieden mit, dass wir inzwischen diesen Molotow-Cocktail selbst herstellen können. Wenn wir unterwegs eine Werkbank finden, einfach mal zack ran. Wenigstens das, ne? Also es muss nicht immer von unterwegs aus dem Rucksack rausgebaut werden, aber
Mindestens so weit, ne? Weil den Wegbank haben wir ja relativ häufig unterwegs. Damit bin ich schon etwas zufriedener als ständig nur an dieser einen Stelle und dann jedes Mal 5 Flaschen abgeben für einen Molotow-Cocktail, ne? Ja. Du weißt, was du sammeln musst und denkst dir, nee, hab ich nicht mehr so gesammelt. So, wegen der Quest, was haben wir denn da jetzt noch? Genau, gucken wir mal rein. Okay, fortlaufende also Quest haben wir jetzt Nachtfalke und eine Stimme aus dem Himmel. Ja, und Nachtfalke war ja Flugzeug. Das Dumme ist, über das Flugzeug haben wir keine näheren Informationen gekriegt, ne? Ob irgendeiner das gesehen hat, wo das in der Nähe war. Also man könnte jetzt auch auf Details gehen. Monika hat dich gebeten, die Stelle zu suchen, an der das Flugzeug gelandet sein könnte. Die Piloten, mit denen sie in Kontakt gestanden hat, meinten, sie würden irgendwo im Randbereich des Dschungels notlanden. Randbereich des Dschungels. Ja, jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwo auf der Karte einen Randbereich des Dschungels? Tja. Randbereich des Großer Dschungels. Großer Gott, das ist ja riesig. Wir haben ja hier so einiges noch nicht aufgedeckt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Hani. Also ja, okay. es ist weitläufig, aber wir haben das meiste schon aufgedeckt, weil wenn du jetzt über die Karte gehst, du kannst ja mit dem rechten Stick, kannst du hier dieses kleine weiße Fenster bewegen. Und es ist eingeschränkt, die Map. Also das meiste Erreichbare haben wir tatsächlich schon erkundet. So halbwegs. Also vielleicht nicht gründlich, aber wir waren da. Ne, deswegen ist es aufgedeckt. Was wir jetzt haben, ist hier hinten bei der Champagnerflasche. Da wollte ich eigentlich hin und unterwegs kommt die Bildsequenz, da ging es irgendwie weiter. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel ein Punkt auf der Ecke, da waren wir schon. Aber ich weiß gar nicht, siehst du meine Markierung? Den Wegpunkt. Also ziemlich weit oben rechts haben wir ja diese eine weiße Flagge. Und da geht ja nach rechts weg noch ein Weg. Das könnte der Randpunkt sein zum Dschungel, könnte ich mir vorstellen, weil da sehe ich keine Gebäude mehr. Vielleicht müssen wir auch stehen. Ach, wir sollen das Auto nehmen und dahin fahren oder was? Zu dieser Werkstatt? Ja. Na, die Hauptquest ist hier. Möglich, aber die Hauptquest würde ich jetzt noch gar nicht unbedingt machen wollen, obwohl ich sagen muss, diese fortlaufenden Ereignisse sind welche, die eigentlich ständig da bleiben, ne? Der eine will Konserven, der andere will Flaschen für Mollys. Flaschen für Mollys, ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Jetzt, wo wir selbst herstellen können, definitiv nicht. Zeit für Alkohol. Das Ding für Svetlana würde ich vielleicht noch holen, aber ich weiß nicht, ob das eine fortlaufende Quest ist. Ja, das ist eine fortlaufende. Heißt ja, die will immer was zu saufen, ne? Ja. Da müssten wir ja jedes Mal da oben hinlaufen und gucken, ob das nachspawnt oder so. Wasser für Kim. Belohnung EP. Du, aber für diesen Alkohol gibt es 1000 Erfahrungspunkte. Das finde ich schon nicht übel. Für die anderen immer nur so 100. Ne, kann man ja jetzt sehen bei den Quests, welche Belohnung man kriegt. Finde ich grundsätzlich gut. Ja, man kann das strategisch machen. Wasser weiß ich nicht, wie viel ich habe, aber man könnte auch mal ein bisschen was wegbringen. Vielleicht noch ein bisschen Level damit. Und dann mit dem Champagner haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sie rumstellen, wenn sie es deckt, weißt du? Oh Gott. So ein bisschen, weißt du? So ein bisschen Neugier ist da. Ja, schön. Ja, aber vorher, ja, ihr Lieben, muss ich noch mal kurz vorhin. Gibt euch natürlich auch die Gelegenheit, ne, kurz mal auf Toilette zu gehen, was zu knabbern zu holen. Was ja, da muss ich auch mal hin. Ne? Genau, kurzes Päuschen für uns alle. Ihr verpasst nichts. Ja, ich bin gleich wieder da. Ihr habt ein schickes Hintergrundbild und ich sag mal, bis gleich.
So. Judy. Mal kurz in die Werkbank gehen. Was kann man denn hier Schönes machen? Da bin ich wieder. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Wie erleichtert das doch ist, ne? Durch so eine einfache... Ja, 10 Kilo. Ja, ist das schön. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt schon was markiert. Ja, ich denke, das mit dem Wasser, das können wir auch später noch machen. Zwar wieder Fähigkeitspunkte. Ein... Weißt du was, dann mache ich hier bei Überleben den einen noch voll. Extra Plätze. Erhöht die Anzahl der Extraplätze. 2 Extraplätze. Was ist denn diese weiße Fahne eigentlich immer auf dem... Die weiße Fahne ist, wenn jemand uns gesagt hat, wo genau wir hin müssen. Achso. Na, ich würde sagen, wir porten uns zum Bunker und von da aus laufen wir hin. Dann ist nicht mehr ganz so weit. Ja, das ich find's komisch gebaut. Ey, ich dachte, du bist schon rum. Nee, war ich nicht. So. Aber du hast keine Hackenschuhe an. Dann einmal ab zum Bunker ohne Hackenschuhe. Was habe ich denn an? Turnschuhe? Nee, so eine Boots. Oder so war so eine Art Stiefel. Okay. Gut, dann sind wir schon mal hier. Bei der Hitze, weißt du? Du hast bestimmt Käsemauken. Oh, immer diese Schreihälse unterwegs, ne? So. Unterwegs hatte ich ja schon ein bisschen mit den Leuten gespielt hier. So, da ist wieder was. Na, Kumpel, was hast du? Fuß im Gesicht? Komm, noch mal. Friss meine Shorts. Du hast ja gar keine Ahnung. Das weißt du gar nicht. Oder kann man das sehen? Ja, das sieht man. Oh. Der ist ins Wasser gefallen. Ach, da ist er klopft so da hinten wieder. Lass uns mal hier lang, dann werden wir mal gucken. Okay. Habe ich denn eine Markierung gesetzt? Ich muss doch hier oben hin. Wir müssen hier nochmal lang. Hä? Oh, da ist schon wieder so ein Klops. Habe ich noch Mollys? Ja, ich schmeiß mal Molly. Oh, das ist schon wieder so ein Exploder. Der ist auch gerade explodiert, das ist sehr gut. Spüre meine Hackenschuhe, Aua, ich brenne. Aua. Au. Ja. Irgendwas soll mir helfen, ja. Okay, sehr gut. Oh, ich bin schon wieder tot. Ist das assi, ne? Schon wieder Kohle weg. So eine Kacke. Jetzt muss ich wieder hinlaufen. Ich habe schon so viel Lebensenergie jetzt, ne?
durchs Aufleveln, aber wieso hat er jetzt eine andere Waffe? Ich verstehe es nicht. Denkt er, das lag an meiner Waffe, dass ich gestorben bin? Ich weiß es nicht. Schön. Warte. Ich habe mein Messer geworfen. Ja, und ich habe gerade einen Molly geworfen. Okay. Eins von beiden hat gerade ordentlich Damage gemacht bei ihm. Ja, hört auch mal auf zu brennen, bitte. Danke. So, hier geht's lang. Oh! Warum sind... Oh, okay. Warum soll ich jetzt hier lang laufen? Ich hätte doch... Das Navi ist schon wieder kaputt. Oh, wer ist denn das hier? Svetlana, hier, hast deinen Marken Champagner. Champagne, give it to me, baby. Gib's mir, Baby. You like Sveti. Okay, baby. Wo ist sie denn? Going to party. Now find me some champagne. And not the cheap shit. I need champagne. Wo ist sie denn? Ich soll ihr noch mehr Champagner suchen, aber nicht den billigen Scheiß. Die Alte ist nicht ganz ordentlich. Warte mal, wie bist du da hingekommen? Was macht er denn hier? Mit zwei Weibern? Du, die bewegen sich aber nicht mehr. Nee, die sind ja tot. Warte, doch, ein bisschen. Wo ist denn Svetlana? What's this here? Die ist Stirnhagel voll. Die Alte ist nicht ganz ordentlich, glaube ich. Jennifer, was hast du denn? Ich kann sie nicht finden. Maybe she went back to her bungalow. It was, number 15. Or maybe she's at her uncle's bungalow, number 2 in the Golden District. Please, could you see if she's there? Okay, wir sollen jemanden suchen. Thank you. Can you make sure she's in a safe place and out of danger? Alter, was hören die denn hier für eine komische Musik? Ja, ja, die ist total voll. Champagne, Champagne, give it to me, baby. You like sweaty. Okay, baby, we're going to party. Now find me some champagne. And not the cheap shit. Weißt du, die erinnert mich, diese olle Schnapsdrossel da. Huch, ich bin ins Wasser gefallen. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder raus? Da sind Leitern. Na, jedenfalls erinnert die mich an die eine aus TikTok heute, die mir meine Schwestern geschickt haben. Die hat sich darüber aufgeregt. Ja, das ist eine Katastrophe, hat sie gesagt. Dass ihr Mann hat ihr 60 Rosen gekauft. Mhm. Ja. Und die sind jetzt nicht mehr so schön. Und darüber hat sie sich beschwert. Und ihr Mann hat ihr der neue Rosen gekauft. Ja, nochmal 60. Und jetzt hat sie aber keine Vase. Und die Alten wollte sie nicht wegspeisen. Der hat was im Rücken. Ja, das habe ich ihm zugeworfen. Kann ich ihm dann wieder rausziehen? Ach ja, und sie gibt nur 500 Euro am Tag aus, wollte ich dir nur sagen. Nur? Mhm. Und verdient tut sie nicht. Das sind ihre Regeln. Au! Alter! Oh shit, ich kann dich nicht retten, ne? Oh Gott, ich bin schon wieder bei der Champagner-Schlampe. Hm. Beleg mal!
Sie kann nur 500 Euro pro Tag. Oh, ich habe Drogen eingesammelt. Oh, ich bin auch gleich tot. Ach ja, und sie möchte auch keine Sachen von Prada. Ja, ist ja Plunder. Ne? Ja. 1194 verloren. Was? Alter. Das ist ja Plunder. Ah, ich hasse es wieder, ne? Ich laufe da einfach an den vorbei, an den Idioten. Kann doch nicht sein, oder was, ey? Ach ja, und ihre Regel ist auch, dass sie sich morgens immer schminkt und erst abends wieder abschminkt. Na, waschen wäre besser, ne? Also. Ne? Und dass sie immer Kleider zu Hause trägt und ihre Fingernägel macht. Das mache ich auch, also. Ich muss aufpassen, wann ich was trinke. Meine Reaktion eben war ein bisschen grenzwertig. Also ganz ehrlich, ich geh weg jetzt. Ich komme nicht an den Pferden vorbei. Spring hin, Hanni, spring. Ja, habe ich. Tschüss. Also weißt du, deren Probleme möchte ich haben. Nein. Sie hat keine Vase. Die möchtest du nicht haben. Nee, über sowas könnte ich mich aufregen. Ja, aber was bringt dir das? Gar nicht. Ach, halt doch die Klappe, Mann! Reg dich doch jetzt hier nicht so auf, Mensch! Mit deinem Kackrucksack! Der ist bestimmt nicht von Prada. Oh. Oh Gott, hier ist schon wieder so ein... Oh, komm, nach rechts. Ausweichen. Hanni. Genau. Funktioniert, ne? Ja, ich habe immer meine Füße ein bisschen abgekühlt, weil in den Schuhen ist das Betten anstrengend. Hackenschuh des Todes! Juhu! Oh, ich habe ihren beiden Kopf und Arm abgehackt. Das ist sehr gut. Der hat sehr entspannten Hals. Ja. So eine schöne Nackenmassage. Ja, oder Halsmassage. Kriegt er hier auch gerade. Mit dem Fuß. Shiatsu. Wo er Krav Maga. Oh, was war das jetzt? Oh, ich sterb doch gleich wieder, oder was, ey? Was soll denn der Mist? Gehen wir jetzt überhaupt hin? I'll bloody bury you. Wir sollen für sie jemanden suchen. Für die eine, die da bei der bei Svetlana war. Ja, ich muss dir folgen. Warte. Ja, ich laufe hier auch schon an Gegnern vorbei, weil eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Schon wieder so wenig Energie. Jedes Mal die Fetten dazwischen. Was ist denn hier los, Mann? Seid doch alle nicht so unentspannt, verdammte Axt! Ich hab mir gerade. Ja, nein, ich rede nicht darüber. Nein, nein, darüber reden wir nicht. Bin schon wieder tot. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich das gerade hasse, ne? Oh doch, man hört es. Alter. Mir geht's gerade richtig auf den Sack. Was rennt die denn jetzt weg? Hier bin ich doch. Oh. Ja. Hm. Ich glaube, sie hat ihre Tage bekommen. Oh, Messer fast kaputt.
Hier wohnt ja jemand. Warte mal ganz kurz. Ja, warte. Das ist für dich. Also ich finde es ja faszinierend, dass diese Hütten nicht brennen. Oh, er schläft so schön, das ist fein. Lingam, so. So. Sonst ist hier niemand? Ich dachte, hier ist jemand drin, den ich retten soll. Hier ist noch ein Klo. Jetzt muss ich nur Marcel wiederfinden. Oder eine Büschel? Was? Ja, ich guck gerade, wo dein Symbol siehe. Und wie ich da hinkomme am besten. Mich hat er irgendwann da hochgespawnt. Auf eine Treppe. Ja, ich bin noch am Strand. Ich habe noch ein bisschen Spaß mit der Bikini-Frau hier. Wieso lotst er mich jetzt hier? Oh, ich glaube, das ist ihr Freund. Ich glaube, der fand das nicht so gut. Ei. Ja.